Herzlich willkommen, liebe Freunde der gepflegten Abendunterhaltung hier auf eurem Lieblingssender Rocket Beans TV. Ihr seid live dabei, wie Sophia Katz uns ihre gesamte Wohnung zeigt. Wir spazieren durch alle Räume und dazu eingefunden. Um dabei zuzuschauen, haben sich heute sowohl Wirt, hallo Wirt. Hallo Marc, hallo Andi, hallo Sophia. Und auch hi. Andi, genau. Yay, hi. Toll. Naja, gut, es war natürlich ein bisschen gelogen, das gebe ich gerne zu, weil das natürlich nicht der Grund unseres Zusammentreffens ist. Stattdessen wird uns Andi Strauß heute seine Wohnung präsentieren. Kleiner Spaß, ich bin gut drauf, ihr merkt das. Wir haben tatsächlich vor ein kleines Experiment heute. Wir haben das noch nie getan, noch nicht einmal testweise. Alle kennen wir das Spiel Montagsmaler. Nun, eine Person muss einen Begriff malen und der Teamkollege, die Teamkollegin muss erraten, welcher Begriff das sein könnte. Das Prinzip ist klar, wir haben es gerade gestern noch auf dem Sender gesehen. Jetzt, Sophia, war das eigentlich deine Idee oder schmücke ich dich mit falschen Lorbeeren? Es war deine Idee, ne? Ja, die ist aus einer Information von, ja, quasi, ja. Also, was? Aber dann überlasse ich dir doch das Wort zu sagen, was wir jetzt machen. Ach so, ja, gerne. Also passt auf, ich dachte mir, man kennt ja alle möglichen Spiele in allen möglichen Variationen, aber was ist, wenn man es aufs nächste Level bringt, take it to the home office. So, ich dachte mir also, wie wäre es denn, wenn wir mal sowas wie Tabu oder Montagsmaler mal mit Geräuschen spielen? Und jeder, also wir teilen uns gleich in zwei Teams auf. Das eine Team sind Wirt und ich, das andere Team sind die beiden Dudes. Ich hoffe, es stimmt bei euch, sonst ist das natürlich Unsinn. Also Marc und Andi sind das andere Team. Exakt, so ist es. Das haben wir natürlich im Vorfeld der Sendung unter notarieller Begutachtung ausgelost im Vorfeld. Genau. So kam das zustande, ja. So, genau. Und dann werde ich, oder derjenige, der den Begriff erklärt, macht seine Kamera aus, bekommt einen Begriff vorgegeben und hat eine Minute Zeit, durch Geräusche so viele Begriffe an seinen Partner zu vermitteln, wie er schafft. So, genau. Ja. Das ist im Prinzip alles, was man dazu sagen muss. Wie gesagt, wir wissen überhaupt nicht, wie das jetzt gleich funktionieren wird. Vielleicht auch gar nicht. Aber da seid ihr live dabei, wie wir hier scheitern. Und das ist ein schöner Moment in jedem Rückblick. 45 Minuten langer Moment, ja. Richtig. Ja, ich blink mich einfach aus, wenn es nicht läuft, Leute. Dann macht ihr den Kram alleine weiter. Ja, den Freeze. Ich würde sagen, also wir werden hier jeweils derjenige, der vormachen muss, wird, das kann man ja noch erklären, aus der Ferne von Johanna, die Begriffe erarbeitet hat, versorgt mit jenen Begriffen. Das heißt, er wird immer, sobald ein Begriff erraten wurde, angeschrieben mit dem nächsten Begriff. Nicht, dass ihr euch wundert, wie wir die Begriffe sehen, so sehen wir die Begriffe. Und eine Minute ist das Zeitlimit. Jeweils pro Runde und dann gucken wir mal, wie viel in einer Minute zu machen ist. Erlaubt ist alles mit dem Mikrofon, das heißt nicht nur mit dem Mund, nicht nur gemäß dieses alten, war es ein Prinzensong? Ich glaube schon, oder? Alles mit dem Mund. Alles mit dem Mund. Kennt keiner mehr? Doch, ich kenne das noch. Siehst du. Ja. Genau, also das ist zum einen erlaubt, aber auch Hilfsmittel, wenn man glaubt, man kann die gut einbringen. Erlaubt ist natürlich nicht, den Begriff, den es zu erraten gilt, selbst einzusetzen. Wenn der Begriff Föhn ist, ist es natürlich nicht erlaubt, einen Föhn zu greifen und den anzumachen. Wäre geil, wenn wir da so unterm Tisch 20... Ey, ich habe alles hier auch in meinen Jacken. Aus der Hosentasche, so nacheinander holt ihr die ganzen Sachen raus. Ja, also ich gucke mich hier gerade um, was ich denn eigentlich hier benutzen könnte. Ich hätte natürlich mal dran denken können, hier Dinge hinzulegen. Ich habe auch exakt nichts hier. Dein Papageienbild kannst du ja benutzen. Ja, stimmt. Es ist wunderschön. Genau. Ja, es ist wunderschön. Oh Gott, ich bin ein bisschen aufgeregt, Freunde. Ich auch. Eine Minute genau. War das, oder? Eine Minute, ja. So ist es. Schon wenig. Technische Hilfsmittel, Keyboards, digitale Sounds und so weiter natürlich nicht erlaubt. Und ich würde sagen, damit wir mal ein Gefühl bekommen, wie das Ganze funktioniert, können wir das ja einfach mal starten. Die startende Person wird Sophia sein für Team 1, Sophia und Wirt. Wird gleich ihre Webcam ausschalten und dann startet die
Regie einen Timer und dann geht's los. Wie bist du bereit? Hast du schon Begriffe? Ich bin bereit. Nee, noch nicht. Ich habe noch keinen Begriff. Ich habe die Kamera noch nicht ausgemacht. Ich würde sagen, du kannst die Kamera ja ausmachen und sobald du den Begriff siehst, Sophia, sagst du los. So fair sind wir jetzt einfach mal alle, damit die Regie weiß, wann sie den Timer wirklich startet. Okay. Obwohl sie es auch über Johanna mitkriegen wird. Aber gut, dann schaue ich mir jetzt meinen Begriff an. Genau. Und dann ich habe meinen Begriff gesehen. Okay. Ich sperre die Lausche auf. Okay. Auto? Boot? Kurve? Drift? Tokyo Drift? Trecker? Sophia? Nee. Darf ich denn sagen, dass der erste Begriff richtig war? Also quasi ein Teil richtig ist? Ja, komm. Die Regie hat es gezählt. Okay, der nächste Begriff, habe ich gesehen, läuft jetzt weiter. Also, bam, 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 bam. Oh! Krieg. Bam, 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 bam. Schießerei. Okay, nee, es ist eher so ein Rumba. Ich nehme einen anderen Gegenstand. Bam, oh! Schlägerei, ach, Street Fighter. Weiter. Assoziier weiter irgendwas in die Richtung. Mach weiter. So. Ah. Was, ist schon vorbei? Boxen. Es wäre Boxen gewesen, du warst gar nicht so weit weg tatsächlich. Boxen. Ja. Bam, bam, bam. Hättest du vielleicht noch die Glocke machen können. Ding, 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 ding. Oh ja, stimmt. Okay, was war denn eigentlich der erste Begriff? Autofahren, also. Autofahren, okay. Ja, das kann man. Ja, nennen. Das hat man ja rausgehört. Auto. Ich habe versucht Autofahren. Ja, aber Auto ist ja schon. Na gut. Ich dachte auch am Anfang, es wäre konkret die Gangschaltung, weil du da so genau raufgegangen bist auf dieses. Ja, dachte ich auch so. Ja, ich wollte das Aktive am Autofahren dadurch ein bisschen rausholen. Ah, fand ich gut. Keine schlechte erste Runde. Ich habe einen richtigen Begriff gezählt. Ja, ist richtig. Ist richtig. Ja. Das heißt, aber wir haben da auch schon gesehen, Reden ist natürlich insofern erlaubt, wenn es Bam-Bam-Laute und sonst was sind. Man darf natürlich keine Worte sagen, aber das war ein gutes Beispiel, um das einmal erklärt zu haben. Andi, willst du bei uns erklären als erstes? Auf jeden Fall. Oh Gott. Okay, dann kannst du schon mal deine ganz Webcam beruhigen, okay? Warte, ich mach jetzt meine Kamera mit dir. Und warte, ich muss hier wieder Slack. Okay. Ja. Ich sehe meinen ersten Begriff. Okay, los geht's. Wasserkocher. Was? Reißverschluss. Ja. Ja. Trinken. Kaffee. Küssen. Knutschen. Rumlecken. Also ich würde das gelten lassen, aber es ist noch das Nomen dafür. Kuss. Ja, aber? Knutscher. Kuss. Lecker. Kuss mit? Das war schon zu viel. Kuss mit? Oh. Naja, ist nicht einfach nur ein Kuss, sondern? Ein Schaumkuss. Nein, schon was Klassisches. Zungenkuss, sorry. Ja, natürlich. Okay. Das andere, also nächstes Begriff ist? Platsch. Was? Okay, das war trotzdem sehr gut. Das wäre Angeln gewesen. Das war Angeln. Oh. Aber ich fand Reißverschluss sehr gut. Reißverschluss, ja, da war ich auch begeistert. Das ist ja richtig gut gewesen. Also ich hätte es nicht gedacht. Ich dachte erstmal so. Hey, kannst du den? Ja, mach den mal noch mal kurz an, den Reißverschluss. Wer hat den gemacht? Ja. Ich dachte erstmal, es wäre ein Frosch. Jetzt sieht man auch, warum wir die Webcam ausmachen währenddessen, weil man automatisch direkt so diesen. Ah ja. Bewegung. Okay, merke ich mir. Ja. Ich mache das jetzt auch. Ihr seht das ja nicht. Richtig. Also 2-1 dann jetzt der Zwischenstand, wenn ich mich nicht vertan habe. Oh nein. Spannende Geschichte, aber auch ganz schön schwere Begriffe. Das macht es wirklich spannend. Gut, also wir schalten deine Webcam aus. Mhm. Webcam. Und du sagst, wenn's losgeht. Und go. Okay. Du. Pferd, reiten, galoppieren. Yep. Galopp. Ja, das erste. Okay, Pferd. Strohhalm. Sabbern. Alter, das Wort ist echt unmöglich.
Also. Rascheln. Das zweite Wort ist. Hast du gerade die Rotze hochgezogen? Nein. Genießen, trinken, Kaffee trinken, Tee trinken. Geht in die Richtung. Tee trinken, Richtung Tee trinken? Tee trinken, Kaffee trinken, Kaffeemaker, Kaffeemaschine. Tuk, 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 tuk. Kaffeemaschine. Mm-mm. French Press. Tsch, tsch. Milchschäumer, Milchaufschäumer. Mm-mm. Mach. Was ist das denn? Ein Bonbon auspacken, so ein Bonbon auspacken. Sprudelwasser. Damn, okay. Ja, hätte ich drauf kommen können, ja. Aber ganz im Ernst, wie soll ich Sprudelwasser darstellen? Jetzt, also, seid ihr mal dran. Hat sich da jemand inspirieren lassen von Montagsmaler gestern? Ich glaube, da war das auch ein Wort. Sprudelwasser. Sprudelwasser. Ja, ja. Ey, ich überlege immer noch, wie ich das darstellen soll. Aber immerhin ein richtiger Begriff wird. Ja. Insofern gar nicht so schlecht. Es steht also 3 ja. zu 2. 2 zu 2, oder? 2-2? Insgesamt 3-2. Ach, 3-2? Oder? Nee. Was? Ihr habt 2 gemacht und wir haben jetzt auch 2. Ja. Ja. Das ist richtig, 2-2 steht's. Ja, ja. Aha, Marc. Ah, gut, dass du jetzt aufgepasst hast. Ich mache eine Strichliste und komme durcheinander bei 2 und 3 Begriffen. Also, vielleicht lassen wir das. Okay, alles klar. So, Marc, du bist dran, jetzt, ich bin sehr gespannt. Ich werde meine Kamera deaktivieren und ich lausche. Sehe den ersten Begriff. Okay. What? Oh Gott. Bienen sterben. Vibrationsalarm. Frosch. Froschzunge. Vogelfutter. Vögel. Ja, scheiße, was kann man da noch machen? Das ist super schwer. Vögeln. Bumsen. Oh Gott. Matsche. Die Kinder verwahrlosen lassen. Ah, sterben. Ja. Oh, Herzstillstand. Geht es um Mücken? Das war wirklich unmöglich. Was war das denn? Es war Operation. Operation? Oh, fuck. Wie soll man das machen? Ja, ja. Ich habe am Anfang immer geöffnet, so den Brustkorb. Ja, jetzt wo ich weiß. Es klang ja so, als würdest du Spaghetti essen. Ich habe auch noch genäht. Und dann kam mir dieses EKG in den Sinn. Piep, 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 das immer so im Hintergrund. Schade, dass der Patient nicht überlebt hat. Dabei habe ich alles gegeben. Schade. Leider hätte ich während der Operation nicht so viel Spaghetti essen sollen. Aber, das ist unsere Chance, Sophia. Das ist unsere Chance. Es steht wieder 2-2. Ich dachte echt, die überholen uns. Nein. Nicht heute. Okay. Also, ich mache meine Cam aus. Ich bin bereit. Ich sage euch gleich, sobald ich den Begriff sehe. Ich sehe ihn. Okay. Bausteine, Bauklötze, Lego. Lego bauen. Mach mal was anderes. Schwitzen. Kampfschrei. Schwanger. Geburt. Sehr gut. Jetzt kann man ja richtig eindeutig wehen. Ich verstehe dich nicht, wenn du schreist. Ich schreie, weil da geschrien wird. Ach, Tennis! Ja! Okay, jetzt. Trinken. Bügeleisen wäre es gewesen. Ich wollte dieses Dampfding im Bügeleisen. Okay. Ey, sorry, aber Tennis, dass ich darauf nicht gekommen bin. Enttäuschend. Einfach nur aber enttäuschend. Es war gut, dass du erstmal diesen angefangen hast und danach mit diesem Ha! Das, natürlich. Ja, das war eigentlich. Also, wenn ich auf meine schlaue Liste gucke, 5-2 jetzt für Sophia.
3-2 insgesamt, also keine Da habe ich euch ganz schön gekriegt. Ja, ja. Ich bin wieder dran, oder? Das heißt, du bist wieder dran. Eieiei. Oh, ich habe mir richtig Bock. Mein Mund ist jetzt auch warm. Das bedeutet, ich schalte meine Kamera aus in jetzt und gucke. Okay. Ring, ring. Telefon. Ring, ring. Ring, ring. Fahrradfahren. Ja. Ja. Next. Okay. Schnell Fahrradfahren. Schlägerei. Ja, das ist falsch. Ich habe hier Papier. Entschuldigung. Büro. Papierarbeit. Naja, es klingt auch noch falsch. Ja, du kannst ja nicht Papier mit Papier machen. Scheiße. Das wäre ein Abspielen gewesen. Ich wollte irgendwie das Mischengeräusch hinkriegen. Karten mischen? Ja, ja. Das ist also dieses, aber das habe ich irgendwie verkackt. Aber dafür war das erste wieder sehr gut. Fahrradfahren. Fahrradfahren war gut, ja. Gerne. Es ist immer so ein bisschen Hörspiel-like bei dir. Man muss dem immer so ein bisschen Raum zum Atmen geben, dem Ganzen, und dann ergibt sich das Bild. Ja, ich versuche auch immer, ich denke ja immer in Hörspielen, dass ich so schlecht sehe. Sehr gut. Ja, das hilft an dieser Stelle natürlich. Aber dadurch bleibt es spannend. 3-3. Okay. Nach jeweils ich bin dran. Okay. Regie schaltet mich schwarz, oder? Ja. Yeah. Geil. Und los. Tippen. Mhm. Tastatur, Keyboard. Da! Oh, Rage, ein Rage Quit. Mausklick, Kampf. Ein Ego-Shooter. Was machst du denn da, Wirt? Was hab ich denn da? Ja, eine Tastatur haben wir doch geklärt. Nein! Ach so, eine Maus. Auch nicht! Ach so, ein Controller. Ja. PlayStation. Oh, ist richtig, ist richtig. Konsole. Ist ja? Richtig, ist richtig. Okay, okay. Zupfen, reißen. Irgendwas verstopfen. Ah, Schere. Ah. Okay. Und ich sitze zufälligerweise im Hängi und hatte dann das Ding in der Hand gehabt. Och, wie das da, aber du dann darfst doch das benutzen. Ding nicht benutzen. Das sagst du. Das haben wir nicht benutzen. Das haben wir gesagt. Ich dachte, wenn es ein Föhn wäre. Das gemacht hat. Ja, ein Föhn oder ein Controller. Wenn du einen Controller beschreiben sollst, darfst du keinen Controller benutzen. Wenn du einen Föhn, ich dachte schon, wie kriegt er das denn so gut? Wenn du einen Controller beschreiben willst, darfst du einen Föhn benutzen. Wenn du einen Föhn beschreiben musst, darfst du einen Controller benutzen. Ah, ich dachte, weil es so offensichtlich wäre, darf ich dann keinen Föhn benutzen. Aber ja, so offensichtlich war es ja nicht. Sie hat ja was anderes gehört. Den Controller machen. Was hab ich denn hier auch noch? So was hab ich denn hier? Wie, wenn du betrugst, dann mach das richtig. Ich wollte gar nicht sagen, dass ich betrogen habe, sondern ich sage, ich habe da Hilfe genommen. Für mich war es ein Betrugsversuch und ich finde es schäbig. Naja, es ist ja kein Betrugsversuch, wenn ich sage, ich habe Hilfe genommen. Ich finde es schäbig. Nee, aber es ist einfach, also ich würde den Punkt nicht gelten lassen, weil, also wenn in den Regeln steht, du darfst das, was du beschreibst. Ja. Okay, ja. Gut, dann ich nehm's so hin. Ich mir tut das weh, aber ja. In den ganzen Jahren, wo wir dieses Spiel spielen, habe ich das noch nicht erlebt. Und das muss ich wirklich sagen. Skandal. Also, diesen Punkt gibt es natürlich nicht. Das heißt, das ist jetzt die Chance für uns. In Führung zu gehen. In Führung zu gehen. Oh. Und ich mache aus. Und ich lausche. Sehe den. Okay. Wind. Sturm. Geist, Hexe. Geister, Geisterstunde. Nacht. Ja, ja, kann man gelten lassen. Okay. Was? Geist wäre es gewesen, genau. Okay. Fenster putzen. Grashalm. Niederlage. Wird betrügt.
Beschleunigung, Scheibenwischer. Ja. Oh, boah, das ist schwer. Zahnarzt. Zwei Zahnärzte. Absaugen. Bohren und absaugen. Ein Bohrabsauger. Jemand vergewaltigt einen Affen. Verdammt. Es wäre ein Kopierer gewesen. Ah. Ein Kopierer? Oh. Ja. Ah, ja, ich verstehe. Ich dachte erstmal, es wäre ein Modem. Aber Geisterstunde und Geist ist schon, Geisterstunde ist schon ein Unterschied. Aber ich habe auch, glaube ich, erst Geisterstunde gesagt. Er hat erst Geist gesagt, genau. Also er hat, hat er wirklich Geist gesagt? Ja, ich habe Geist und dann Geisterstunde. Na gut. Jetzt zurückspulen. Es steht. Man kann es zurückspulen. Sehe ich hier auch auf meiner Liste. 3 zu 5. Wenn das bei Marc steht, kann es ja nicht richtig sein. Also 3-2 habe ich gelesen. Wie sieht's aus, Freunde? Wollen wir einmal durchmischen oder wollen wir es bei diesen Teams belassen und einfach weiterspielen? Wie ist eure Meinung? Mir ist wurscht. Wir waren jetzt jeder zweimal dran. Ja. Also wenn Wirt nicht mehr betrügt, dann kann ich mit Wirt auch weiter. Ich betrüge um Himmels Willen nicht. Ich werde jetzt nur noch meine Finger benutzen. Okay, dann machen wir einfach so weiter, ja? Ja. Ist doch ganz schön. Wir sind ja auch nicht mehr irgendwie weit auseinander. Das heißt, es bleibt trotzdem spannend. Ja. Und dann machen wir einfach genauso weiter. Das heißt, ich mache meine Kamera aus und warte auf einen Begriff. Ding. Hä? Fernsehserie. Kasse? Abracadabra! Harry Potter! Zauberer! Magier! Weiter, ja, es zählt, hat gezählt, okay. Nächstes Wort? Eine Uhr. Stoppuhr, Sekunden. Also ein Zahnrad. Nee. Sekundenzeiger, Minutenzeiger? Nee. Mach mal das zweite nochmal. Formel 1? Traktionskontrolle. Digga! Ich glaube, ich weiß. Blinker! Ja, der Blinker. Ach, der Blinker war das! Ja! Ah, shit. Ja, okay, was Fahrzeug. Was war das erste nochmal? Zaubern. 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 Ach, Zaubern. Das lassen wir natürlich nicht gelten, weil Abracadabra ist ein Zauberspruch. Und dann oder? Oh. Da ist man knallhart. Abracadabra steht im Duden, wer kennt das nicht? Aber wir müssen jetzt... Das steht im Duden, genau. Und du darfst keine Dinge nehmen, die im Duden sind. Das ist das Gegenteil von Scrabble. Sind es jetzt eigentlich immer Nomen, die wir haben? Oder sind es Verben? Oder ist es alles unterschiedlich? Ist gemischt. Ist alles gemischt, ganz, ne? Gemischt durch die Bank, glaube ich. Ich fand das ganz witzig bei dem ersten Begriff, dadurch, dass du mit diesem Headset, über dieses Headset zu hören bist, das klang so ein bisschen, wenn man dein Bild nicht dazu sieht, mit diesem Hexenlaut, wie so früher Aufnahmen von diese Exorzistenaufnahmen und so, von Emily Rose und so weiter, diese Originalaufnahmen. Oh, wirklich? Ja, das war ganz charmant. Okay. Ah, ja. kleine Nebenanekdote. Okay, es steht also immer noch 3 zu 5, richtig? Verdammt. Ja, es hat sich nichts geändert. Wir haben keine Punkte geholt. Ja, keine Punkte geholt. Ja, wir hätten vielleicht Teams tauschen sollen. It's too late to carry on. Oh, it's too late. Alles klar, Andi Strauß ist der Nächste in der Reihe. Ich mache wieder Begriffe vor. Oh, geil. Jetzt gibt es wieder Hörspiel-Action. Ich habe Lust. Warte, ich mache meine Kamera aus. Ich habe Lust. Mach mal. Okay. Ah, Korkenzieher. Oder ja, Korken. Ja, als Weinflasche. Ja, und Weinflasche. Und was macht man damit? Flaschenöffner. Ja, Flasche also öffnen. Okay, das war schon, glaube ich, richtig. Aber Weinflasche öffnen war das, aber ich denke, das gilt, ja? Trompete. Ja, anders. Posaune. Ja. Okay. Ja, hier so eine Kaffeemaschine. Mm-mm.
Vollautomat. Hier Auspressding. Nee. Warte, nochmal erstmal die Anfangsstadium. Ein Mixer? Waschmaschine? Nee. Ja, es war die Waschmaschine. Verdammt! Ich war schon direkt im Schleudergang. Ich hätte erstmal dieses Waschen machen. Ja, das hätte man wissen können. Ich dachte, es wäre diese Kaffeemaschinen-Sound, wo es erst immer so in der Maschine. Ach, stimmt. Das macht ja auch so dann. Ja, stimmt. Wie ich hier gesessen habe. Oh Gott. Besten Grüßen an die Nachbarn an dieser Stelle. Aber, ja, sehr schön. Das heißt, 3-7. 2 Punkte. Eine sehr gute Runde für uns. Sehr gut. Zögert keine Zeit hinaus. Wir wollen uns. Ja, er zögert das ganz schön hinaus hier. Und langsam geht die Sendung auch schon Richtung. Doch, Alter, Digga! Okay, nee, alles klar. Wiet ist als nächstes dran und wir sind gespannt. Ja. Was passiert? Oh Gott. Moment, ich hab noch nichts. Wir sehen dich auch noch. Ja. Okay, und go! Kaffeemaschine, Kaffeemühle. Okay, ciao, Wirt. Scheiße. Welche? Ist das eine Maus? Nein. So, noch mal kurz, es war keine Kaffeemaschine, keine Kaffeemühle. Okay, ich mach den Vorgang noch mal. Ein Staubsauger. Ja. Ein Laubbläser. Tropf. Wasserhahn. Geht in die Richtung. Ein Schlauch, ein Gartenschlauch. Ein Wasserrohr, ein tropfender Wasserhahn. Eine Dusche. Ja, okay. Ja. Ein Duschkopf. Nein. Ja, ist eine richtig. Badewanne. Ja, ach, duschen. Das war's. Ja. Aber es war ja schon richtig. Hast ja den Punkt bekommen. Ja, okay. Cool. Und das zweite war jetzt, Lasso. Ach, da war schon ein nächster Begriff dabei, okay. Ja. Ja, ich habe ja schon gesagt, ging und dann geht's ja weiter, aber ja, hast wahrscheinlich mitbekommen. Alles gut, habe ich nicht gehört. Deswegen, ich meine so irgendwie gerade so Wasserhahn aufdrehen und dann kommt das Wasser, dann habe ich irgendwie noch die ganze Zeit an meinem Körper rumgerieben. Ja, das kam gut rüber, das habe ich verstanden. Ja, aber nicht schnell genug, leider. Ja, war nicht gut genug für mich. Ich hätte es besser machen können. Ich hätte es besser machen müssen. Aber zumindest den Abstand ein bisschen verkürzt auf 4-7, wenn mich nicht alles täuscht. Ansonsten werde ich berichtigt. Gut, aber für uns gilt es natürlich, den Vorsprung einfach weiter auszubauen, was ich jetzt versuchen werde. Ich werde in diesem Moment meine Webcam ausschalten und bin gespannt. Da geht's los. Ach du Scheiße. Wäsche ausschütteln. Irgendwas schwingen. Bring. Fahrrad aufpumpen, Luft aufpumpen. Ja. Alarmklingel. Geigerzähler. Merkwürdige Techno-Party. Ja. Es wäre die Triangel gewesen. Ah, natürlich. Die Triangel. Kann man nicht mehr machen als ein Bing. Ich habe es dann versucht, über einen Rhythmus ins Musikalische, weil du bei Geigerzähler warst. Vielleicht hättest du ja irgendwas gegen irgendwas hauen können. Also, ja, wahrscheinlich. Ja, scheiße. Jetzt noch ein Gamepad hier. Ja. Das ist nicht schlecht. Aschenbecher? Immerhin ein Begriff: Luft aufpumpen. War Luft. War es nur Luft oder Luft, Luftpumpe? Luft aufpumpen. Luft aufpumpen. Ja, genau. Okay. Wurde genannt. Ja, klar. Wurde genannt? Nee.
gut. Okay, okay, Luft, Luft. Ich glaube okay, euch. Weiterhin die Chance, dran zu bleiben für Sophia, okay, die alles geben wird. Los! Rar. Dinosaurier! Rar. Hund! Tollwütiger Hund! Tiger! Rar. Miau. Also, es gibt Rar. Und es gibt Rar. Löwen! Tiger! Ja, aber Rar. Rar. Kleiner Löwe, Simba! Ja, kleiner Löwe. Das zählt, oder? Ich finde, das zählt. Löwen, ja. Baby oder kleiner? Okay, ja, komm, geht, ja, nächster komm. Begriff, das, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Begriff. Eine Tastatur, Schreibmaschine. Tee trinken. Okay, ich mach's anders. Es beginnt von vorne. Okay, schnell. Cola trinken, Dose öffnen. Flasche öffnen. Oh, das ist schwierig. Spiegelei braten, aber ich wusste Spiegelei, nicht. Okay. Ja. Ja, klar, also das erste war das Aufmachen der Eier. Aufschlagen. Ja. Das ist schwierig. Schwierig. Andi, mach mal Spiegelei braten. Wie hättest du Spiegelei würd so, braten? Ich würde so. Natürlich. Krieg direkt Hunger. Ah, das klingt immer noch nach Trinken. Nein, man. Ja, ja, klar, ich weiß, was du darstellen möchtest. Weil ja, aber klar, wenn man es mit dem Mund macht, klingt vieles einfach nach Trinken. Ja. Ist richtig. Weil ich kein heißes Fett im Mund habe. Oder, naja, aber, selten. Aber Babylöwe, was? Ach komm. Als ob der Löwe allein schon nicht gereicht hätte. Aber immerhin. Das fand ich, das hätte ich gerne als Handyklingelton, deine Babylöwengeräusche. Immer wenn du eine SMS kriegst, so. Dann freut man sich voll, dann gibt es nur noch gute Nachrichten. Könnt ihr ja klippen. sehr gut, aber immerhin, genau, völlig zu Recht gelten gelassen und dadurch rangekommen auf 3. 5-8, hoffe ich zumindest. Andi Strauß. Yo, ich mache mich, der Reihe. Ich mache mich euch blind für mich. Präsentiert okay. Vom Europa. Hört, Andi, höret. Halt so gut, ich möchte jetzt los, okay? Ja. Ich beginne. Ah, jetzt hätte ich fast einmal das. Okay. Flugzeug. Ah, nee, warte, hier ist, Entschuldigung, von meinem Haus, von draußen kommen Geräusche. Ah, ich fand's wahnsinnig gut. Das ist tatsächlich ein Flugzeug, was. Auch vorbei. Ja, siehst du, wir sind in der gleichen Stadt. Können wir, also, ich mach das, ich fange jetzt nochmal mit dem Wort an. Er öffnet was und da kommt Luft raus oder so. Nein, warte. Nein. Atme. Ah, Kerze auspusten? Nee. Ja, aber. Ach, anmachen. Streichholz. Ja, genau. Hm. Oh Gott. Oder, warte mal. Streit. Gespräch, ach, lästern. Fuck. Das Wort ist richtig fucking schwer. Kurz. Nein? Was war's? Entschuldigung, es war Prinzessin. Prinzessin? Dann war ich am Ende. Zwischendurch wirklich. Geil. Oh. Das war eigentlich ganz cool. Ja, das andere war die Fanfare oder so. Ärzte und dann wollte ich irgendwie so eine majestätische Musik machen. Also ein und dann habe ich einfach gedacht, okay, ich kann's nicht. Und dann mache ich wenigstens mal Pupsgeräusche. Bei Prinzessinnen pupsen und endlich versteht uns einer aber richtig. Ja, genau. Das gibt's ja, die pupsende Prinzessin. Prinzessin. Na gut. Fantastisch mit dem Flugzeug eben. Schade. Stellt euch vor, er hätte Flugzeug machen müssen und in dem Moment kommt das Flugzeug vorbei. Wie grandios wäre das gewesen? Ja, das wäre halt leider voll das Höchste gewesen. Ja, ich habe leider einen Flieger gebucht, der genau jetzt. Ich habe meinen Privatjet schnell starten lassen, als das Wort im Slack auftauchte. Ja, schade. Naja, gut. Aber immerhin einer 5-9 insgesamt. Und wir sind gespannt, was. Jetzt wir ist oh ja, ja, ich leg los. Moment. An den falschen Personen geschickt, aber jetzt kenne ich den Begriff. Ich habe den Begriff von Wirt erhalten. Oh, okay. Ah, okay. Dann kriege ich bestimmt einen neuen. Ja. Moment. Okay.
Los geht's. Okay. Ein Auto, ein Rennauto. Autobahn. Lärmschutz. Unfall. Ein selbstmordgefährdetes Wespennest. Wespen. Mücken. Mücken fliegen. Nein. Ist das ein Tierchen? Ist das Gerät. Ein Insekt? Ein Gerät. Achso, Rasenmäher. Diese Rasentrimmer-Dinger. Diese. Laubbläser? Okay, jetzt bin ich auch sehr gespannt. Bohrmaschine. Spreitsäge? Oh, Kreissäge. Kreissäge. Das war für mich eher so dieses und dann ist das Stück abgebrochen. Ach so, aber ich dachte auch zwischendurch, der haust eine Mücke. Nee, eine Mücke wäre nicht so, würde nicht so ein langes Geräusch machen. Das ist das eklige Geräusch in jeder drei Fragezeichen Folge, die immer so im Hintergrund auf dem Schrottplatz, weißt du, so bist du gerade eingeschlafen und dann kommt entweder Blackie der Vogel und sagt oder irgendwo geht eine Kreissäge los. Töte mich. Das ist tatsächlich sehr gut. War das jetzt keiner? Keiner. Nee, keiner, ja. Oh. Okay. Gut, dann probiere ich noch einen. Ja. Sekunde, ich mache hier aus. Und los geht's. Ach du Scheiße. Raucherecke. Shisha-Bar. Radiomoderator. Radio, ja. Radiosender. Ja. Ah. Wirklich? Hip-Hop, Techno. Stepptanz. Ja. Yes. Was? Shit, richtig gut, ja. Klebstoff schnüffeln. Ah. Ach, Zähne putzen? War Zahnbürste? Ja, es war Zähne putzen. Ja. Sehr gut. Radio cool. Und Stepptanz. Radio und Stepptanz. Hättest du nicht auf den Tisch geklopft, dann hätte ich es nicht hinbekommen. Ja, das war noch mein Geistesblitz dann hier mit den Fingern ein bisschen. Stepptanz tun. So, 5 Minuten haben wir noch. Schaffen wir noch eine ganz fixe Runde, jeder eine Minute? Oder wollen wir so machen, wir gehen einfach jetzt, wir beenden diese Runde sozusagen. Ja. Und machen eine offene Runde, wo jeder. Genau, ja, finde ich gut. Wo wir mit dir anfangen und die ist offen für jeden zum Mitraten. Wir beenden das offizielle Spiel beim Stand von 5-11, aber letztendlich ist. Das ist gelogen! Das ist gelogen! Ich wünschte, es wäre so, Sophia. Aber letztendlich ist doch jeder ein Sieger, der hier mitgemacht hat. Alle waren Sieger, auch wenn zwei hier nur gewinnen können. Schade, das ist schade. Wir haben noch 5 Minuten, wir haben noch 5 Minuten. Ja, alles klar, das schaffen wir doch locker. Dann wollen wir es einfach so machen, Sophia. Okay, ich mache aus. Macht offene Raterunde für alle. Okay. Und los. Oh. Okay. Ah, Fenster. Nee. Ah, Feuerwerk? Nee. Nein. Relax. Ah, Mikrowelle. Beginnt von neuem. Ja. Geht in eine richtige Richtung. Von wem? Von Wirt, sorry. Also. Wasserkocher. Ja. Ja, stimmt. Wasserkocher. Ja. Scheiße, das war gut. Feuerwerk. Ja, also fast. Also nochmal. Rakete. Ja, Silvesterrakete. Scheiße. Fußball. Tor. Nein, Mann, wie beschreibe ich den? Okay. Nee. Shit.
Verdammt. Di. Game of Thrones? Nein. Ich habe die Töne nur nicht richtig getroffen. Ich dachte, du hast sie mit Absicht nicht richtig getroffen. Nein, ich habe einmal das Mac-Startgeräusch und einmal das Windows-Startgeräusch gemacht, weil ich auf Computer hinaus wollte. Aber ich glaube, ich habe beide nicht so gut gemacht. Vielleicht hast du beide vermischt. Was sind die denn nochmal jeweils? Bei Mac ist es nur das Apfel-Ding, das Bing. Ach ja, genau. Oh. Und bei Windows war es früher dieses Ah, ja. Sehr gut. Ja, ja. So. Genau, nächster, Andi. Ich? Halleluja. Ja. Okay, dann mache ich mich jetzt. Gut. Ah, nee. Bär. Nein. Affe. Entschuldigung, warte mal. Möwe. Ich komme dann nicht hin, warte mal. Ein Küken. Quietschen. Boah, das quietscht. Sind wir im Tierreich richtig? Ja, mit einem Tier warst du richtig. Okay. Ist das die Mücke? Oh, nee, aber es ist schon von der Größe her. Ach, eine Fliege? Eine Wespe. Moskito? Nee. 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 Eine Fruchtfliege. Nein, die sind doch nicht so laut. Eine. Oh. Ist schon fast Originallautstärke. Ist ja so laut. Eine Hummel. Aber ich weiß es nicht. Ah, fuck. Halt aufgezählt, oder? Scheiße. Scheibenhonig. Nein. Ach, Mann. Ein Adler, ein Falke. Nein, überhaupt nicht. Eine klare Möwe. Es tut mir so leid. Es sollten die Grillen zirpen sein. Oh, die Grillen. Wieso hast du denn nicht zirp, zirp gemacht? Ja. Naja, weil das Wort zirpen schon... Zirp, also, zirp. Nein, aber ich meine so... Zirp, zirp. Ja, ich habe einfach, ich weiß nicht, ich zirpe beim Grillen halt nicht. Ich beobachte immer andere Leute, die das machen, aber ja. Ich selber bin da nie eingeweiht worden. Bei uns grillt man auch ohne Sound. Bei uns grillt man und mit Bier. Okay, das schaffen wir noch. Schnell Wirt und ich, dann machen wir die Runde noch voll. Das packen wir und dann haben wir es. Aber du warst insgesamt sehr gut, Andi Strauß. Gräm dich jetzt nicht wegen dieser letzten Runde. Okay, ich bin ready. Arrrr. Pirat. Yes. Dong. Kirchglocke. Dong. Glocke. Dampferkapitän. Kölner Dom. Geht in die Richtung. Das erste, was du gesagt hast. Dong. Kirchenglocke. Glocke. Ja. Gebet. Glockenturm. Gottesdienst. Ja, ja. Irgendjemand hat Turm gesagt. Okay, jetzt kommt das nächste. Ja. Bohrer. Zahnarztbohrer. Staubsauger. Laubsauger. Laubgebläser. Laubbläser. Kein Staubsauger? Asthma. Das ist ein Haushaltsgerät. Achso, ein Mixer. Pürierstab. Ich hab keine Idee. Mixer. Okay, nochmal von vorn. Ja. Köhn. Hä, das ist ein Staubsauger, okay. Hier schon das nächste Wort, hier schon das nächste Wort. Föhn war schon richtig. Ja. Okay. Geil. Föhn. Hättest du auch einen Föhn nehmen können. Ah. Wecker. Kaninchen. Achso. Sehr gut. Okay, komm, ganz schnell noch. Ich mach okay, Marc. Und dann haben wir alle durch. Das schaffen wir. Ich mach die Kamera aus und jetzt geht's hier richtig ab mit folgendem Begriff. Ach, du Scheiße. Wie, Handy-Vibration. Kling. Ein Bass? Fußball. Fußball. Ein Konzert. Ein. Ah, Vuvuzela. Ja. Ah, Vuvuzela. Oh, wow. Frosch. Ja. Was? Das war's schon eben? Ich hab's gar nicht gehört. Ja, Frosch, genau. Okay. Jetzt hakt es. Ah, ja. Autorennen, VW überholen. Punto. Baujahr 93. Eine Ampel. Keine Ampel.
Formel 1. Autorennen. Nesca. Ja, es ist sehr schwer. Gibt es ein Geräusch, was damit assoziiert ist sonst noch? Nicht direkt das Geräusch? Nein. Okay, das war's. Das wäre der Gabelstapler gewesen. Ich bin immer mal gefahren. Ja. Ergibt schon Sinn. Aber das war doch eine launige Runde nochmal zum Abschluss. Ich glaube, wir haben das Spielprinzip gut verdeutlicht. Das habt ihr sehr gut gemacht. Vielen Dank für dieses verrückte Experiment. Ich hoffe, ihr konntet mitraten da draußen. Ja, das denke ich doch, oder? Ja, also, das wird mich voll gekommen. Es war ein wunderschöner Pilot. Schauen wir mal, was wir daraus machen. Und vielleicht gibt es das ja bald wiederzusehen. Ich bedanke mich bei euch dreien, Andi, Sophia, Wirt. Sehr, sehr gerne. Eure fachkompetenten Geräuschkulissen. buchen Sie Andi Strauß als Geräuschemacher für Ihr privates Hörspiel, wenn Sie da Interesse haben. Wie machst du das? Okay, wollen wir gemeinsam so einen Applaus machen als Endgeräusch für alle? Okay, und damit gehen wir raus. Wir verabschieden uns mit diesem grandiosen Applaus und sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!